Hallo Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von der GTA Heist Mission. Diesmal machen wir den Überfall. Wir schaffen den Fluchtwagen für den Fleckerüberfall. Es befindet sich momentan auf einem Parkplatz in Del Piero in der Obhut einer arroganten Kuh aus Little Seoul. Genau, und ich bin auch dabei. Genau. Der unverschämte Oroline hat mich nicht vorgestellt. Ich glaube, ich bin wäre jetzt gekommen. Ja, genau. Und ich starte einfach mal die Mission, denn ich habe den guten Oro eingeladen. Und wir sind einfach mal gespannt. Anstatt, dass ich mit meinem unzähligen Dollars einfach ein gepanzertes Auto kaufe, nein, wir gehen jetzt einfach. Ah, mal. Cool, kriege ich umsonst. Eins. Ja, was hast oh, du denn geil. Jetzt hier gemacht? Cool. Wir müssen uns anders anziehen jetzt. Freizeit. Nö. Geil, okay. Ey, die Tüte ist ja geil. Warte. Gucken mal, was. Lass uns einfach mal dasselbe nehmen. Oh, das ist ja doof. Ah, ne, oben. Freizeit, Rebell, Straße. Freizeit, Rebell. Was nehmen wir? Sieht alles scheiße aus. Ja, ne? Ich nehme hier. Lass uns diese nehmen. Zwei verschiedene Farben. Ich nehme weiß. Okay. Ah, ne, man kann ja Farbe wechseln. Gut. Wo? Da drunter einfach. Unter die Maske kannst du die Farbe wechseln. Achso, sollen wir. Ich würde gerne. Eine Papiertüte nehmen. Ich kann dann nehmen wir Papiertüte. Ich nehme sie mit dem Stinkefinger. Ich sehe nicht. Ich sehe noch nichts, was du hast. Gibt's da einen mit dem Stinkefinger? Ja. Ja. Okay. Getunte, was nehmen wir? Getuntes Fahrzeug? Infinity X. Hot Knife, Infernus, Jester. Ah, wie heißt nochmal die. Wie heißt das neue. Ah, wie heißt. Alter, mich brauchst du nicht fragen, Junge. Ich hab kein Geld. Okay, warte. Wir nehmen. Warte. Hot Knife, Infernus. Ich glaub, das ist das hier. Bereit zum Spielen. Ich bin bereit, du? Ich bin bereit. Nimmst du doch andere Klamotten? Ach, soll man gleich aussehen, überall? Mir egal. Warte, dann nehme ich eben das gleiche. Was hast du genommen oben? Rebell, ne? Ja, das, Rebell. Ne? Genau das. Gut. Ja, ich brauche kein Auto eigentlich nehmen, oder? Nö. Ich fahre mit dir mit. So, bereit zum Spielen, okay. Und los geht's. Ich bin echt gespannt, ey. Also wie gesagt, wir wissen gar nichts. Einfach voller Rocker oder so. Biker, keine Ahnung. Wieso wackel ich immer, als ob ich Musik höre die ganze Zeit? Guck mal, wie ich laufe wie so eine Frau. Wo ist denn jetzt unsere scheiß Kiste? Da, okay, ich habe aus Versehen doch nicht das Bike genommen, sondern den Scheiß. Okay, egal. Wolltest du Motorrad nehmen? Ja. Da rein. Aber jetzt war der Fenster kaputt. Oh, Teamleben nur eins, also nicht sterben. Hey, links. Oh. Ich glaube, du musst eher fahren. Ja. Bin ja schon da. Passt. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe nicht zugehört. Den Kuruma stehen, der ist oben auf dem Dach. Da sind viele böse. Also geh lieber woanders drauf. Warte mal. Wo denn? Es gibt kein anderes Duck in der Umgebung. Na dann. Komm, dann gehen wir voll drauf. Warte, okay. Ja, okay, lass einfach voll drauf gehen. Warte, komm. Ja, wir können da nicht so gerade. Ich sag ihm gerade, nein, warte. Was denn? Okay, fahr ich. Egal. Masken aufsetzen, nicht vergessen. Wie geht das? Ah, okay. Genau. Okay. Aber die Masken passen zu mir, ich kann mir eh nichts Besseres machen. Jetzt eine Papiertüte mit dem Mittelfinger ja. Drauf. Okay, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, was wir hier machen. Ein Teamleben, ja? Okay, wir brauchen eine Taktik. Wir fahren am besten andere Seite hoch, nicht hier. Weil hier ist das Auto direkt über uns, wenn du hier immer hochfährst. Ja, warte, wir sind ja noch nicht oben. Ach so. Ja, doch. Doch, pass auf, wir machen das so. Ich sag Hallo mit dem Raketenwerfer, okay? Also das Auto steht daneben, glaube ich, ne? Pass auf. Ja, warte. Und kurz bei Waffe wechseln, kurz, warte kurz. Warte, geh in Deckung. Oh, Alter. Warte, das müssen wir anders machen, das ist zu krass.
Warte, bist du hinter mir? Warte kurz. Willst du von der anderen Seite vielleicht hingehen? Warte, warte, warte. Eine vernünftige Waffe aussuchen. Warte, das. Nee, warte, das müssen wir. Ich muss das anders machen, das macht keinen Sinn sonst. Ich hab den Sniper, wir können auch mit Sniper versuchen. Was bringt das? Ja, wir hätten auch auf ein anderes Dach gehen müssen, ganz ehrlich. Warte mal. Scheiße! So wie kann ich mal an die Wand drücken? Achso. Alter, das sind so viele. Ja, schlau warte, von dir. Warte, 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 bleib hier an der Wand. R1, ja. Alter! Wir haben fast alle geschafft. Wo sind die anderen? Ich hab einfach eine Haftbombe auf einen geschmissen, weißt du? Stürm, stürm, stürm! Okay. Gehen wir hier in Deckung und dann kriegt der gleich ins Gesicht. So, tot. Okay. Ey, mach's auch nicht kaputt, Junge. Ach, das ist das? Das hier, komm rein. Okay. Oh, das war doch cool nicht so aus, schwer, ey. Oder? Oh, oh, sie kommen. Oh, was, wo? Oh, fuck. Okay, ja. Was machst du? So, das kann ich durchfahren. Das ist... Wie kaputt, dachte ich. Okay. Okay, der hat gesagt, nicht so krass kaputt machen. Ach so, nicht kaputt, okay. Okay. Okay, fuck. Kannst du mich nicht abschießen hier? Doch, aber ich bin sau schlecht dabei. Da drin. Oi. So. Wo sind die? Okay, jetzt hau ab. Ich versuche mein Bestes jetzt. Ich mach mit Haftbomben arbeite ich, okay? Ja. Ey, ich kann keine Haftbombe auswählen. Das ist ja Müll. Haben die extra gemacht, die Kammer. Okay. Und dann halt so. Okay. Hält da nicht auf, dass wir nachher da vor den Leuten sind mit voll die Schuss Sachen. Voll die Schuss Dinger bei uns drin. Im Wagen. Alter. Alter. Ich kann gar nicht hier rausschießen, was ist das? Was für ein Scheiß, wo bin ich eingestiegen? Rechts neben mir, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ne? Irgendwie kann ich aber nicht da rausschießen. Ich kann nur irgendwie. Ich bin irgendwie hinter dir eingestiegen, außerdem, ja. Glaube ich. Boah, wenn man auf Ego an sich macht, man sieht man so ein bisschen, wenn man vorne rausgeht. Ja, das ist so ein gepanzertes Ding, ja. Ich sitze neben dir, warum kann ich nicht neben mir rausschießen? Komisch. Ah, ja, doch, dann sitzt auch neben mir. Okay, schnell. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Okay, optimal. Oh. So. Wow, Alter. Das war jetzt einfach eigentlich, oder? Ja. Okay, I'll look after this. Lester will come by your place when you're ready to go. Das war gar nicht so schwer. Okay. Hören wir uns noch an, was der Lester. Gold, Platin. Warum das? Warum? Was zum Geier? Machst du denn besser als ich? Wie viel Geld kriegst du denn dann? Gar nichts. Kriegst du kein Geld? Ich krieg nie Geld. Was kriegst du denn an der Wand? 3000 und sowas. Echt? Ich krieg gar nichts. Echt? What the fuck? Vielleicht nur der besser ist, kriegt ja. Das. Verarschung! Ja, du hast auch nötig, Alter. Ganz ehrlich. Ja. Das war ganz lustig bis jetzt. Lade, lade, lade. Aber ich denke mal, wir machen noch nicht Aufnahmepause. Wir machen noch ein bisschen was. Ja, ja. So, ich glaube, jetzt gleich kann es auch schon losgehen. Bei mir ist schon Laderei noch am Start. Ja, ja. Bei mir auch. Ja. Ah, jetzt. So. Du bist einfach am Rauchen, ja. Ja, durch die Maske durch. Ach, das war's, glaube ich, oder was? Das war's. Das müssen wir... Zu TP Industries? Zu welchem Typ sollen wir? Zu T, auf der Karte markiert. Wo steht das? Wer sagt das? Ja, weiß ich nicht. Steht doch da. Das ist dein Auto da? Achso. Ja. Neue Waffenerweiterung, Sturm-MP, großes Magazin, hast du auch? Nee. Wo bist du? Steig doch ein. So, was müssen wir jetzt machen? Oh, Entschuldigung. Hallo? Lester, Raubüberfall.
Ich nehme das mal an. Lester, Raubüberfall. Ja, und dann lade ich dich ein, okay? Ach so. Wenn es genehm ist. Ist es genehm? Es ist genehm, ja. Sehr gut. Oh, 6 neue Kleidungsstücke habe ich jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ich bin einfach wieder in mein Zimmer reingespawnt. Realistisch, realistisch. Konnte Job der Aktivität nicht beitreten. Kehre zurück zu GTA Online. Okay. Was geht jetzt ab für ein Scheiß? Geht's nicht. Konnte Job Aktivität nicht beitreten. Kehre zurück zu GTA Online. Stand oh. Sind die Server wieder überlastet, Rockstar? Oder was ist da los? Also ich habe 9000 Geld jetzt, Gott sei Dank. 9000 Geld hast du. Ja, und du hast echt gar nichts gekriegt bei der Mission? Nee, immer nur Jobpunkte und Erfahrung. Ein bisschen, glaube ich, zu Dings hin, ne? Zu dem Tee, oder nicht? Was für ein Tee? Bei mir ist gerade ein dicker Ladevorgang, also... egal. Leute, aufgrund dieser Diskrepanzen müssen wir jetzt leider hier einen Cut machen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, wenn es wieder weitergeht, in den Raubüberfällen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann.